Eben noch mal ein bisschen geholfen haben, vielleicht, dass da drin ein bisschen Überdruck war, weil man sagt, dass in größeren Gear-Tanks ganz andere Gärverläufe laufen durch diesen hydrostatischen Druck als in kleinen Tanks. Was es jetzt mit diesem herzzerreißenden Einstieg auf sich hat, erfahren wir später. Aber was wir jetzt hier sehen, ist unsere Gärkurve. Bevor wir nämlich abfüllen konnten, was man im Hintergrund sieht, muss man zunächst mal unsere Würze mit der Hefe vergären lassen, den Alkohol entstehen lassen. Überwacht haben wir das mit dem Tilthydrometer. Und dieses Tilthydrometer misst einfach die Dichte des Wassers und daraus können wir die Stammwürze ableiten. Und wir sehen oben an der Kurve, zu dem Zeitpunkt war alles einigermaßen vergoren. Ja, so ist eigentlich höchstens mit dem Schlauch sozusagen, also die ideale Fassung wäre, du würdest die mit CO2 vollpumpen, ja. Würdest den Schlauch reinlegen und müsstest sozusagen die CO2 ausdrücken lassen. Ja. Hättest du wenigstens Sauerstoffkontakt. Ja. Machen wir auch noch. Machen wir auch noch, aber heute nicht. Vielleicht noch ein paar kleine Details zu dem Tilthydrometer. Das sendet seine Daten per Bluetooth und im einfachsten Fall kann man das am Handy einfach auslesen. Und so haben wir es die ersten Male hier auch gemacht. Mittlerweile sind wir einen Schritt weiter gegangen und lesen das Ganze am PC aus und können sogar diese Daten online auf einer Webseite abrufen. Falls das einen interessiert, einfach im Kommentar erwähnen. Was jetzt anstand, war die Flaschenreinigung. Und diese Flaschenreinigung sind wir recht klassisch angegangen. Ne? Wir haben warmes Wasser genommen, haben ein bisschen Industriereiniger, das ist eigentlich Wasserstoffperoxid, drinnen gelöst und haben damit die Flaschen gereinigt, um möglichst alle Keime rauszukriegen. Ganz einfach, Keime führen dazu, dass einem das Bier umsteht, am Ende schmeckt es dann ein bisschen sauer oder hat irgendwelche Fehlrichtungen, Fehlgeschmacksrichtungen, die man einfach vermeiden will. Und am besten putzt man die Flaschen da dafür. Wir haben jetzt zusätzlich dann noch die Gummis und die Flaschenhälse mit Ethanol abgespritzt, um wirklich möglichst sauber arbeiten zu können. Jetzt lasst mal einen Schluck raus und drehen es aber wieder zu, oder? Ganz sanft. Und dann schützt es weg, weil da ist ja jetzt wieder Alkohol. Wir wollten bei der ganzen Sache so gründlich wie möglich sein, deswegen sind wir hergegangen und haben unsere Stammwürze nicht nur auf Grundlage von dem Tilthydrometer bestimmt, sondern auch auf dem ganz klassischen Weg. Dazu haben wir eine Probe gezogen, das sieht man hier. So eine Probe ist eh immer gut. Man ist ja auch neugierig, wie schmeckt denn das überhaupt, ne? Und wie riecht das alles? Man hat ja noch nie so ein unfertiges Bier irgendwie gesehen oder gerochen. Auf jeden Fall kann man die Probe dann auch hernehmen, um, wie gesagt, die Stammwürze nochmals zu bestimmen. Der Weg ist eigentlich genau der gleiche, wie das das Tilthydrometer auch macht. Das Tilthydrometer schwimmt in der Würze oder in der teilvergorenen Würze und genauso bringt man jetzt hier einen Schwimmer ein, der auch wieder in dieser teilvergorenen Würze schwimmt und anhand der Spindel, ne, da ist eine Skala drauf, kann man die Dichte des Wassers ablesen. Die Skala zeigt einem aber natürlich dann gleich den Stammwürzegehalt an und man weiß, wo man da steht. Nachdem wir jetzt gewusst haben, naja, die Messwerte vom Tilthydrometer stimmen überein mit dem, was wir jetzt im zweiten Messdurchgang gemacht haben, haben wir angefangen abzufüllen und dazu haben wir unsere vorher abgefüllte Würze, die nicht vergoren ist, verwendet, die sogenannte Speis, und haben immer einen kleinen Schluck in die abzufüllende Flasche von dieser Speis, so circa 100 Milliliter waren das, reingegeben. Warum macht man das? Man will, dass die Hefe, die jetzt unweigerlich mitkommt beim Abfüllen, noch ein bisschen weiter arbeitet. Warum soll ihr das tun? Zum einen erzeugt sie wieder Alkohol, aber eben auch CO2. Wozu CO2, dürfte jedem klar sein. Wir wollen Kohlensäure, wir wollen Spritzigkeit wie in der Cola. Beim Abfüllen selber sind wir sehr langsam vorgegangen. Man sieht hier, wir lassen es am Rand der Flasche runterlaufen. Warum? Damit wir zum einen nicht irgendwelche Fremdstoffe wieder mit einplätschern lassen, natürlich. Zum anderen aber auch,
um nicht zu viel Sauerstoff in diesem Moment mit einzubringen. Der wiederum könnte nämlich dazu führen, dass man einen gewissen Alterungsgeschmack mit ins Bier bringt. Und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Jetzt hatten wir natürlich noch keine Erfahrungen, waren aber tierisch neugierig. Ne? Wir haben das jetzt mit der Speise gemacht und wir werden sehen in späteren Videos, man braucht es gar nicht und wir nutzen es mittlerweile auch fast kaum mehr, das mit Speis zu machen, dass das Bier spritzig wird. Was wir aber gemacht haben, um einfach Erfahrung zu sammeln, ist verschiedene Mengen an Speis zugegeben. Das heißt, einmal 60 Milliliter, einmal 90 Milliliter und einmal 120 Milliliter, um zu sehen, was passiert. Und tatsächlich, man sieht, je weniger Speis, desto weniger spritzig, je mehr Speis, desto spritziger. Und das spritzigste Bier war einfach das mit der meisten Speis bei der Abfüllung. Genauso wie man es eigentlich erwarten würde, wenn man darüber nachdenkt. Na, man füllt dann so vor sich ab und merkt, oh Mann, 15 Liter sind einiges. Man muss einige Flaschen abfüllen, geht aber eigentlich noch relativ zügig. In einer Stunde ist da ganz viel passiert. Was man dann aber auch unweigerlich will, ist das Zeug zu probieren, das man da jetzt aus dem Gärbottich rausholt. Ist ja ein Jungbier. Wann probiert man schon ein Jungbier? Das ist der Leid. Ja. So ist es. Das Aufschneiden kommt. Ja, so ein bisschen frisch. Ja. Will ja, der bald sein. Jungbier ist ein ganz kantiges Ding eigentlich. Und das ist hier, weiter du vom Weizen wegkommst, desto heftiger ist es noch. Der Weizen ist da schon sehr rasch trinkbar. Hat so ein irgendwie noch so ein leicht, wie sage ich es denn, faulichen noch. Faulig schmeckt er gar nicht. Die Hefe ist noch so ein bisschen so. Die Hefe, die ist, aber es hat nichts, das nichts Muffiges. Nicht faulig zurück, also sehr hefigen Geruch, ja. So ein tief hefigen. Also für seinen ersten Schuss. Oh, nicht schlecht. Ja. Schwer süß. Der Flitziger ist ein kleines bisschen. Gleich Länge. Bin ich mal gespannt. Der ist recht gut. Der ist der Flitziger. Der Spritziger. Jawohl. Der Spritziger mit da. Hart, mit da. Jetzt hier mal schön. Den Körper gehört zum Ausdehnen. Was ist eigentlich bei ihm überhaupt nicht dazu? Das magst du gar nicht. Nein, da hat er ja, so nicht. Du weißt nicht, die Industriepampe da drauf herkommt. Hau, was sagt man zum ersten eigenen Weißbier? Das kann einem eigentlich nur schmecken. Allerdings war es in diesem Fall vorzüglich. Niemals hätte einer von uns erwartet, dass das erste Weißbier so gut schmeckt, so gut riecht, so eine schöne Schaumkrone hat, so eine schöne Färbung hat, so ein feines Prickeln mitbringt. Das war einfach nur herrlich. Sie genießt und schweigt. Der normalerweise würde jetzt keine irgendeine schöne Kamerafahrt um eine volle Bierflasche machen oder ein Bier einschenken. Aber leider war ich zu spät. Es war einfach schon alles weg. Von unserem ersten Weizen. Hatte den Grund, dass er tatsächlich sehr gut geschmeckt hat. Deswegen versuche ich es einfach mal zu beschreiben, wie ungefähr denn dieses erste Trinkerlebnis war vom ersten Bier. Man erwartet ja gar nichts, ne? Man erwartet das Schlimmste. Also man hat eine positive Erwartungshaltung eigentlich. Das heißt, naja, wenn es schlecht wäre, würde man es nicht so schlimm sehen. Allerdings, wenn dann was richtig Gutes kommt, ist man umso erstaunter, weil man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und angefangen bei diesem Weizen, hat es da damit dran zu riechen. Es hat irgendwie fruchtig gerochen. Kennt man gar nicht mehr von diesen ganzen Flaschen Weißbieren so richtig. Dieser florale Geruch, bananig angehaucht, aber eher fruchtig. Also nicht bananig dominiert, eher fruchtig. Und dann trinkt man und merkt, oh Mann, der ist erstmal schön spritzig. Er ist gut trinkbar, er hat keine hervorstechende Bitterkeit oder irgendeinen Fehlgeschmack und breitet dann diesen fruchtigen Geruch tatsächlich auch noch im Mundraum aus und schmeckt aber im Abgang auch nicht bitter, sondern zeigt einfach da seine Vollmundigkeit. Und diese Vollmundigkeit
Hängt vielleicht an vielen Faktoren, an dem Zucker, der noch drinnen ist, weil er nicht vergoren ist, oder an den Schwebstoffen, die wir nicht rausgefiltert haben. Aber das ist so ein Faktor, den schmeckt man beim normalen Bier, in Anführungszeichen, vor allem bei den meistens gefilterten Bieren, nicht in der Intensität, wie man einfach bei diesem selbstgebrauten Bier geschmeckt hat. Alles in allem war es absolut überraschend. Und wir mussten es dann auch fremd verkosten lassen und jemand anders probieren lassen, der vielleicht neutral eine Meinung dazu hat. Und auch da kam ein unglaublich positives Feedback zurück, was einem dann zumindest etwas Sicherheit gegeben hat, dass man sich jetzt nicht hier in irgendeinem Luftschloss aufhält und sich einfach einbildet, dass es gut schmeckt. Und mit der Zeit kriegt man ja dann auch Erfahrung und testet das gegen seine Bierfavoriten, die man bis jetzt gehabt hat, und merkt, oh Mann, das ist wirklich gut geworden. Ganz so trocken wollen wir das jetzt natürlich nicht stehen lassen. Wir haben natürlich ein paar Handyvideos gemacht. Eins davon sieht man hier. Wunderbar einzuschenken. Die Schaumkrone entsteht. Der Schaum bleibt stehen. Viel länger, als man das bei anderen Bieren sieht. Schon allein dieses Zischen, das passiert, wenn man diese Flasche öffnet von seinem ersten Bier. Man bezweifelt ja, dass da überhaupt was zischt oder was Ähnliches passiert. Wahnsinn. Unglaublich. Man genießt auch irgendwie jede Sekunde beim Einschenken. Die Färbung, die sich ergibt, auch dieses Nicht-Klarsein, diese gesunde Weißbiertrübe oder Weizentrübe, die man da hat, macht einem einfach eine Riesenfreude. Irgendwann fängt man dann an, nimmt das Glas und fängt die Geruchsstoffe ein, die man da sieht. Ne? Man behandelt es wie ein rohes Ei. Riecht dran, ist unglaublich stolz, das nimmt einen richtig mit, schlussendlich. Umso mehr freut es einen, wenn dann ein anderer auch behauptet, ja, das schmeckt gut, das kann man wohl stehen lassen. Und das zu teilen ist auch wunderbar. Das einzige Problem, was am Ende war und was auch der Grund für diesen traurigen Einstieg war, es war einfach leer, es war weg. 6 Bierosofen, 40 Liter Bier, ist nur eine Frage der Zeit. Das ist der Wahnsinn. Also Hut ab. Den Herrn wieder. Ist diese kleine Halle. Ja, vielen Dank. Ja, ja, ja. Okay, gut. Ja, ja.